Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei einem endlich weiteren Part, also Part 11 von Scarlet Blade. Ja, ich wurde auch schon einmal darauf angesprochen, dass es ein bisschen nervig ist, wenn ich zwei Sprachen spreche. So, I only use the German language because I can better speak German, so hope you can understand it. So, das bedeutet, ich werde jetzt nur auf Deutsch erstmal sprechen, also kommentieren und hoffe dennoch, dass die lieben Zuschauer des Scarlet Blade Let's Plays mich trotzdem verstehen und es mögen. Genau, wir machen jetzt unsere Quests erstmal weiter. So, wir sind jetzt hier im Tunnel. Also in der zweiten Ebene der Mine. Dann wollen wir mal. Müsste ich mir einen Timer stellen. Ja, das wird schon irgendwie so klappen. Es ist jetzt 17:04 Uhr, ungefähr um 25. Genau, dann wollen wir mal gucken. Wie gesagt, der Gilde, der ich bin, das ist eine italienische Gilde. Deswegen verstehe ich da nicht so viel. Buzzard Observer. Hoffentlich haben wir jetzt nicht genug viele gekillt. Genau, da wollen wir halt das mal so einstellen, dass wir ein bisschen was sehen. Genau. So, ich werde das Mikrofon noch mal ein Stückchen weiter an mich ranstellen, noch mal ein bisschen näher kommen, dass ihr mich auch ein bisschen besser versteht. Ja, wir gehen jetzt hier Stück für Stück rum, machen unsere Quest. Bin eigentlich ganz zufrieden. Ich habe jetzt endlich mal wieder die Zeit gefunden, hier in den Game was rein ein bisschen Zeit zu investieren. Aber auch nur begrenzt ist. Wie gesagt, Dienstag 17 Uhr, um 18 Uhr geht da die EM los. Da will man natürlich gucken. Will jetzt noch ein bisschen was aufnehmen. Danach geht es bei meinem Let's Play Together Projekt in Forenza natürlich weiter. Und muss dann halt auch noch ein bisschen die häuslichen Pflichten erledigen. Hab mir jetzt erstmal ein Bier gegönnt, bin relativ müde heute. Arbeit war richtig anstrengend. Beim Schlafen ging es. So, die 3 haben wir. Unser Inventar ist noch soweit ganz akzeptabel. Genau.
Ja, dann wollen wir mal die Buzzard Goons killen. Wie viel müssen wir? 3 Stück noch. Akzeptieren, mit der sind wir fertig. Oh Mann, ich bin so extrem müde, Freunde. Ach, Verzeihung. Da war natürlich auch Skype schon wieder. Da werde ich aber jetzt später reingucken. Das werde ich jetzt nicht schaffen. Die große dicke alte hier. Naja, was heißt dick? Die große alte hier. Die sieht irgendwie so ein bisschen aus. Kommt mir bekannt vor. War das nicht bei Space Marines oder so? Ja, wir kriegen schon die Level 15er oder die Level 20er. Könnten wir eigentlich das schon mal austauschen. So, dann wollen wir mal. Wann lernen wir das eigentlich? Dafür müssen wir das auf Level 3 machen, 23, und das lernen wir mit 25. 4 Skillpunkte haben wir noch übrig, aber brauchen tun wir nichts. Das, also zumindest zurzeit noch nicht. Machen gut Schaden, unser Equipment kann sich sehen lassen, Freunde. Aber wie gesagt, ich habe mir mit meinem Shadow Walker vorher schon ein bisschen was gesammelt. Von daher... geht das klar. Wir müssen eigentlich mal gucken, dass wir ein paar Shards oder so kriegen. Dann können wir nämlich unsere Rüstung noch ein Stück weiter upgraden. Genau. So. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen dämlich. So, wie gesagt, ich bin halt müde, mach den Part größtenteils gezwungen. Das hört man wahrscheinlich. Hört man wahrscheinlich auch. Aber ich nehme noch einen Schluck von meinem guten Lieblingsbier.
Ja, nach dem Feierabend ein kaltes Bierchen trinken ist immer ganz gut. So, wenn wir Glück haben, kriegen wir alles. Ja, das war schon immer sehr gut. Na, sowas bekommen. Natürlich nehmen wir alles mit. Das ist ja wohl selbstverständlich. Wenn wir schon hier sind und alles klatschen können, dann machen wir das doch auch. Ja. Genau, jetzt nehmen wir so ein Pott. Die brauchen wir eigentlich... Ja doch, nehmen wir mal so ein Ding. Das ist ja immerhin ein Endboss. Auch wenn er... es keine große Herausforderung ist. Es ist ja in... den Dungeon haben wir ja im Normalmodus betreten. Richtig. So, jetzt gibt's erstmal dick aufs Fressbrett. Der hat gut was gedroppt. Jetzt wollen wir natürlich unser E spammen. Hat er irgendwas Besonderes, Interessantes gedroppt? Nein, hat er nicht. Gut, dann nehmen wir das hier. Ich möchte singen, Aline vom Mond, wo keiner Mond, ich möchte springen und dabei singen. Ich würde gerne mal wissen, warum mein Pitz, warum mein zweiter Monitor als knackst. Jetzt kriegen wir gleich eine Quest. Wieso kriegen wir keine... Ah, okay, wir sind jetzt soweit durch. Drizzlemarsch. Ja, den Drizzlemarsch machen wir noch. Dann nehmen wir aber das Short Range Portal. Irgendwie klappt der Automove nicht. Das macht aber gar nichts. Können wir nämlich den ganzen Scheiß hier verkaufen. Und das kann weg. Das nicht. Genau, so, dann wollen wir mal zum Drizzlemarsch. So. Wollen wir noch mal ein bisschen Werbung im Schau-Chat machen?
So, dann wollen wir mal in den Dungeon reingehen. Solo-Modus. 3 Passkarten brauchen wir, 20 Silber. Enter. So, die Musik hat sich geändert. Jetzt müssen wir hier zur Seite rein. Nehmen diese Quest an. Reden mit der hier. Die hat Tagesquests für uns. Die kommen jeden Tag wieder. Das bedeutet alle 24 Stunden. Bedeutet, wenn man mal farmt oder so, hat man wenigstens eine Aufgabe dazu. Das finde ich in dem Sinne ganz super. Ah, okay. So, das bedeutet... So, hier ist es eigentlich relativ einfach, alles killen. Ja, Xiaomi, vielen Dank für deine positive Rückmeldung. Ich versuche es natürlich mit dem Rauschen immer hinzukriegen. Aber wie gesagt, genau das, was ich mir gerne holen wollte, kostet natürlich einen kleinen Pappenstiel. So, drücken wir mal B. Wir können Karten spielen. Das ist soweit ganz gut. Okay, close. Wir haben Level abbekommen. Das müssen wir auf Level 3 machen. Das können wir auf Level 3 machen. Mache ich natürlich auch. So. Genau, dann wollen wir mal weiter. Wir könnten das eigentlich benutzen. Was hat das rausgegeben? Passcard, okay. So, es wird jetzt langsam warm. Ich mache jetzt hier mal einen kurzen Stopp. Ich habe keine Ahnung, ob es, wie weit es ist. Bis dahin sage ich schon mal, macht's gut. Das war der Part 11. Wir sehen uns im 12. Part.